Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ein Kind hat drei Lehrer. Der erste Lehrer sind die anderen Kinder. Der zweite Lehrer ist der Lehrer und der dritte Lehrer ist der Raum. Diesem Denkansatz des bedeutenden Begründers der Reggio-Pädagogik Malaguzzi verweigert sich heute niemand mehr. Den Berliner Schulgebäuden und Klassenzimmern sieht man dies allerdings kaum an. Moderner Unterricht muss in den Schulstuben von gestern improvisiert werden, mit Möbeln, die meist nur für den Frontalunterricht taugen. Und da stößt jeder selbstorganisierte und handlungsorientierte Unterricht auf erhebliche Widerstände. Das müssen wir ändern, weil es erhebliche Auswirkungen auf Lernerfolge haben wird. Wer gute Beispiele erleben will, wie vorwärtsbringende Reformpädagogik in dafür auch ausgestatteten Schulen funktioniert, dem empfehle ich mal einen Besuch, zum Beispiel in der Hanna-Hoech-Gemeinschaftsschule in Reinickendorf oder der Nürtingen-Grundschule in Kreuzberg. Denn da kann man sehen, wie so etwas wirken kann. Seit mit der Bevölkerungsprognose 2013 klar war, dass wir wieder viel mehr Schulen brauchen, drängen die Oppositionsfraktionen darauf, den Schulentwicklungsplan neu zu schreiben und Schulen, so wie die Stadt sie braucht, zu sanieren und neu zu bauen. Die Anträge der Linksfraktion dazu wurden in die Warteschleife der Ausschüsse geschoben. Und gestern wurde ihre abschließende Behandlung im Hauptausschuss verhindert, weil die Koalition schließlich keine Lust mehr hatte und nach Hause wollte. Selbstverständlich werden wir die Anträge der Grünen unterstützen. Ähnliche und ergänzende Vorschläge sind in unseren Anträgen enthalten, die wir ja dann im September, wenn die Koalition es nicht wieder verhindert, abschließend diskutieren können. Nachdem ja nun hoffentlich bis Ende des Monats der Sanierungsbedarf aller Bezirke vorliegen soll, regt sich sowohl aus Bildungs- und Finanzsenat als auch aus der SPD-Fraktion öffentlich vorgetragene Skepsis, ob der Höhe der dafür benötigten Mittel und ob die Bezirke das auch richtig gemacht haben. Frau Remlinger hat darauf schon verwiesen. Nach den ersten Zahlen, die ich kenne, können wir wohl von 4 Milliarden Euro ausgehen. Die Schelte, die in letzter Zeit mehrfach, besonders aus den Reihen der SPD, gegen die Bezirke vorgebracht wurde, will ich an dieser Stelle nochmals entschieden zurückweisen. Frau Kollegin, stellen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Oberg? Ja. Ja, bitte schön. Ihre Begeisterung begeistert mich. Ich würde gerne wissen, wie Sie auf die 4 Milliarden kommen. Na, wenn ich mal hochrechne, was wir bisher an Zahlen aus den drei Bezirken, von denen ich die jetzt endgültig kenne, wenn ich das hochrechne auf 12 Bezirke, dann komme ich in etwa auf 380 Milliarden Euro. Und Entschuldigung, 3,8 Milliarden Euro. Und wenn ich das dann mal runden darf, dann sage ich mal ungefähr 4 Milliarden. Übrigens, wir können uns ja dann gerne widersprechen. Da Sie ja sowieso der Meinung sind, dass die Bezirke das alles nicht richtig machen, ich möchte jetzt mal ein Wort vermeiden, was Sie da im Bildungsausschuss gesagt haben, kann man ja nachlesen im Protokoll. Tut mir leid. Also, wenn Sie immer nur darstellen, dass die Bezirke zu doof sind, das zu liefern, Entschuldigung, den Ausdruck nehme ich ja sofort zurück, das zu liefern, was wir hier brauchen, dann frage ich mich aber wirklich, sind Sie da nicht auch in den Bezirken in der Verantwortung? Die sind dann alle nicht fähig, oder wie? So, dann will ich mal weitermachen hier. Also nachdem Frau Scheres ja dem Antrag der Grünen vom 9. Juni offensichtlich sofort folgte und die auch übrigens von den Grünen geforderte Taskforce sofort verkündete und erklärte, wie sie jetzt die Probleme lösen will, da bin ich ja mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Übrigens, Taskforce, das neue Modewort, ist ja aus der Militärsprache.
und steht immer so für einen Krisenstab oder auch für eine Einheit beim Katastrophenschutz. Ja, eine Katastrophe ist das wirklich, was wir hier in Berlin inzwischen haben. Ich sehe bloß nicht, dass das ausreichend ist, was ich bisher von der Koalition gehört habe. Die CDU hat meiner Meinung nach überhaupt kein Konzept. Mit weiter nur bloß ein bisschen effektiver wird das wohl nichts werden. Und für die SPD hat ja aber der Kollege Oberg schon erklärt, dass jetzt schon alles gut wird. Da sage ich mal, schon ist ja wohl lachhaft und alles ebenso. Frau Scheres will ja jetzt offensichtlich eine teilweise Zentralisierung, zweckgebundene Zuweisung und eine Erhöhung der Mittel. Abgesehen davon, dass ich nicht wirklich erkennen konnte, wie der Sanierungsstau in den 10 Jahren abgebaut werden soll, fehlt mir vor allem die Ankündigung der SPD, eine Vorstellung dafür, wo denn das Geld herkommen soll. Aus dem laufenden Haushalt glaube ich nicht. Kreditaufnahme, Schuldenbremse, haben Sie gerade gesagt. So nach Meinung der Linksfraktion gibt es hier nur die Möglichkeit eines Landesbetriebes. Und dann ist es nicht einfach, selbstverständlich. Wir brauchen dann einen Betrieb, der zumindest knapp über 50% die Mittel nicht aus dem Schulbau erwirtschaftet. Und das ist möglich, nicht leicht, aber vielleicht fangen wir dann darüber mal an zu diskutieren. Das würde ich übrigens sehr gerne, das haben Sie, Herr Oberg, übrigens in der Vergangenheit ständig abgelehnt.